Ein Schmiermatt Käse kennt immer gut. Mit My Grilled Cheese Sandwich bringt das ein einfacher Klassiker auf ein ganz neues Level. Für My Grilled Cheese brauche ich Brot, Käse am Muster, gut viel Butter und ich mache auch noch etwas Spezielles für dran. Ich meine, wir kennen alle gut das Problem. Wir Brot kaufen und Dach drüber sind zwar noch gut, aber das ist nämlich wirklich frisch. An dem Moment toasten die meisten Leute. Aber ich weiß nicht, wie ihr wirklich das Allerbeste rauskriegt. Okay, ich lasse mein Brot am Anfang mal auf der Seite. Und ich fange an mit meinem Topping. Und zwar mache ich einen ganz speziellen kleinen Onion Chutney für dabei. Und zwar habe ich heute zwei innen. Und die schneide ich mal aus Scheiben. Also in England, da ist ja Chutney beim Käse. Und da wenn's kaum mal die Idee für das heute bei meinem Grilled Cheese dabei zu machen. Da kann ich nur ein gutes Schnatz Butter in meiner Pfanne hitzen und dann in der Runde aufbraten. Und ich gebe ihnen wirklich so richtig Zeit, so ein gut 10 Minuten, wie das auf ein Melting zu sehen. Ihr könnt auch ein bisschen Salz dabei. Und da könnt ihr auch noch einen guten Schuss rote Wein dabei. Also los nicht den ganzen Wein mal verkochen. Und da könnt ihr auch einen guten Schuss Balsamico-Essig dabei. Und noch ein bisschen Cassonade, wie das Ganze noch so zu karamellisieren. Da kann ich den auf die Seite stellen, um aufzukillen. So, hallo zu meinem Sandwich. Ich habe Brot, das ich für den Pudding selber gebacken habe. All Brot geht natürlich. Wir sind auch gerade am Gang, ein bisschen mit Sauerteig zu experimentieren. Und das geht nicht so einfach. Aber es gibt aber gut Brot. Boah, und das schneide ich mal um an zwei dicke Tranchen. So, und da kommen noch verschiedene Sachen drauf. Die Anhalte ist gute Muster, weil das ist immer herrlich beim Käse. Und auf der anderen Seite könnt mein Innen-Chutney. Und da könnt mein Käse drauf. Und das hei. Hei aus Cheddar. Also ich bin ein großer Fan von englischem Cheddar, weil er relativ stark am Gouras ist und gut schmilzt. Aber ihr könnt natürlich auch Gruyère holen oder Edamer oder Appenzeller oder irgendein anderer Käse, den ihr gerne habt. Und ich schneide die mal an Tranchen. Und dann habe ich auch noch Mozzarella hier, gerobtener. Und der geht auf die andere Seite. Und ich benutze heute zwei Zuchte Käse, weil die Mozzarella, die möchte, dass das nur so richtig gut so zähig geht. Also, das ist ein bisschen dekadent, aber das ist so gut. Da kann ich so zusammenklappen. Und am Platz der Butter direkt an die Pfanne zu gehen, streiche ich ihn direkt auf eine Scheibe oben drauf, für dass es so richtig gut anzieht. Und wirklich nicht um Butter spüren, weil das heute dann ausgedacht, dass es ein dekadentes Sandwich ist. Und das kann dann so an meinem Pfanne. Ja, ich weiß, was ihr sagt. Ihr sagt, das ist dekadent. Aber wart, bis ihr es schmeckt. Wart. Mit der Butter seid nur innen. So, also gibt es einen Trick, wie das den Käsebann dran noch richtig gut schmilzt. Und zwar muss ich ein Gewicht drauf machen. Also könnt ihr einen Dippen holen oder, wie ich heute, einen Teller. Und da setzt ihr einfach zwei Bixen drauf, die das Ganze so raufdrücken. Dann kann ich selber auch noch ein bisschen drücken. Was das möcht, ist, dass der Käse richtig gut Zeit kriegt, für den Bann dran zu schmilzen. Und halt die Temperatur auch relativ niedrig von der Pfanne. So, an ehrlichen Drehen können wir noch ein bisschen Butter drauf.
Okay, ich meine, das geht durch. Oi, perfekt. Okay. Aber weil das Ganze hier noch nicht dekadent genug ist, meine ich nur noch extra Käse an die Pan, für nur ein Krutz zu machen. Als erstes holen wir noch den Butter, den dran ist an der Pfanne wasch. Da kommen wir noch ein paar Stückchen Cheddar. Und ein bisschen Mozzarella. Dahin. Und das schmilzt ich stehe wie bei einer Raclette. Und da setze ich mein Sandwich hier drüber und da kriegt den ein extra Käsekrut. Okay, da setze ich mein Sandwich drauf. So, und dann gehe ich mit meiner Spatule ein bisschen drinnen. Ich weiß nicht mal so, weil das ist nicht so einfach, das zu filmen. Für ein bisschen zu lockern. Oh, ja, okay. Und da kommt auf mein Teller. Warte. Das ist ein im Moment. Warte, das geht aber. So, so ist es gern. Oh, sieht da so ein krass Käsekrut. Ich bin wirklich ein bisschen excited. Ich schneide nicht alle mal sehr ab, um zu gucken, wie es dran ist. Und dann ist mein Grilled Cheese Sandwich schon fertig. Mm. Stay home or stay happy.